Die Ruhe nach dem Sturm ist ein 40-minütiger Spielfilm, der als Studienabschlussprojekt an der FH Salzburg in Kooperation mit dem österreichischen Bundesheer, Globe Air und LA Cinematics Filmproduktion entstanden ist. In diesem Film geht es um eine hochschwangere Frau, die mit ihrem Bruder in einem Jet über den Wolken auf 4000 Meter Höhe eine Flugnotsituation erleidet. Also ein Blitz schlägt in diese Maschine ein. Wir haben im Hangar in Linz gedreht, an der Flugbasis vom österreichischen Bundesheer für die Herkules. Da haben wir innen gedreht, wo wir die Greenscreen-Geschichten gemacht haben, wo ein Greenscreen extra dafür aufgebaut wurde und ausgeleuchtet, damit man halt das wirklich in der Post, die Visual Effects dann das eben ersetzen. In 4000 Meter haben wir in einer Herkules gedreht und man muss sich vorstellen, die Herkules hat hinten eine Klappe, wo eigentlich die Fallschirmjäger rausspringen, und wir haben dort Kameras positioniert und Kameras stabilisiert angebracht, also mit Stabilisierungssystemen, und da haben wir eben die Möglichkeit gehabt, Außenaufnahmen von Fliegern in 4000 Meter Höhe zu machen. Alle Aufnahmen von außen sind zu 99% echt. Eurofighter-Piloten müssen fliegen und auch Herkules-Piloten müssen fliegen und Trainingsflüge und Übungsflüge machen. Und ob wir jetzt eine Kamera installieren dabei oder nicht, ist im Prinzip egal. Und das war, finde ich, eine totale Win-Win-Situation, dass eben niemand da Mehrkosten gehabt hat. Die Arbeit mit meinem Kameramann, den Simon Schneider, war eine wahnsinnige tolle Zeit. Wir haben da sehr viel auf einer Wellenlänge gearbeitet. Wir haben sehr gut die beiden Visionen verbinden können. Also er hat eine sehr klare Vision von den Dingen, wie er sie umsetzen möchte, wie er die Aufnahmen kadriert. Weil ich denke, man erkennt, dass der Film eine sehr, sehr klare visuelle Handschrift hat. Über meinen Co-Produzenten, den Martin, kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil das, was ich sagen würde, würde er schon wissen und hätte es schon organisiert. Also der Mann ist ein Wahnsinn, der hat Dinge organisiert, von denen ich nicht mehr gewusst habe, dass wir die brauchen. Und bin sehr dankbar, dass der Martin da dabei war oder dabei ist in dem Projekt und den Film aufs nächste Level gehoben hat. Die Musik von der Karin Balier ist auf einem so hohen Niveau, dass man nicht im Entferntesten denken könnte, dass das eine damalige Studentin gemacht hat. Also sie hat die Musik geschrieben und auch mit Orchester live arrangiert. Und diese Leistung, glaube ich, kann sich hören lassen und die trägt auf jeden Fall zur Spannung des Filmes sehr, sehr gut bei. Ganz besonders möchte ich den Bernhard Oppmann erwähnen, der von militärischer Seite uns, ich würde nicht sagen unterstützt hat, sondern gepusht hat, der den Film vorangetrieben hat, der uns Filmemacher Türen geöffnet hat, die wir uns nicht mal hätten vorstellen können, dass die jemals geöffnet werden. Und genau so einen haben wir bei dem Projekt gebraucht und genau den haben wir auch gehabt. Und deshalb ist der Film auch so gut, würde ich jetzt mal behaupten, wie er ist. Großes Lob, großes Dankeschön an den Bernhard, der da so unbeschreiblich viel Arbeit reingesteckt hat und der an das Projekt geglaubt hat und immer dabei war und uns unterstützt hat in jeder Situation. Die VFX-Crew bestehend eigentlich aus zwei Personen, der Melanie und dem Markus, die haben Großartiges geleistet. Die haben einige hundert Shots mit VFX verschönert, die haben die Greenscreens ausretuschiert, die haben die Lichtverhältnisse angepasst, die haben einen Flieger modelliert etc. Das war eine wahnsinnige große Aufgabe und die haben das souverän und mit Bravour geleistet.
Zu den Schauspielern selbst kann ich eigentlich gar nicht viel sagen, außer sie alle quer durch die Bank zu loben, denn jeder hat eine wahnsinnig großartige Performance geliefert, jeder hat den Text verinnerlicht, hat den verstanden, hat ihn interpretiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also da kann ich eigentlich nicht mehr sagen außer Hochachtung. Es war ein sehr, 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 sehr professionelles Set und sehr, sehr gute Schauspieler, mit denen ich arbeiten durfte. So, Bauch ist schon wieder da. Der gehört ein bisschen wieder auf hier. Ah ja. Und der Bauch? Genau. Einmal kurz einziehen, bitte. Der Luca. Auf jeden Fall super Vision. Also ich spiele einen Eurofighter-Piloten. Und das ist eine große Sache für mich, dass es halt auch echte Eurofighter-Piloten gibt, die mich sozusagen einweisen, einen Crashkurs geben, wie man wirklich einen Eurofighter fliegt zum Beispiel. Ich finde das Tolle beim Fake-Schweiß ist, der bleibt immer genauso. Weil ich kann keinen Eurofighter fliegen. Und extrem leiwand, was hier alles auf die Beine gestellt wurde. Also ja. Das muss man wirklich sagen, chapeau, chapeau. Super Leute, super motiviert, jeder weiß, was er tut und jeder macht das auf einem sehr hohen Niveau. Sehr cool. Und Spaß hat man auch dazu. Es war ein großartiges Projekt, wir haben alle sehr viel gelernt. Wir haben einen Film gemacht, den es so in Österreich oder auch international noch nicht gegeben hat. Wir haben einen Film gemacht, in dem wir unser Können unter Beweis gestellt haben, was vermutlich und hoffentlich auch funktioniert hat. Ich bin unbeschreiblich dankbar für den Cast und für die Crew, die einen so wunderbaren Film gemeinsam mit mir gemacht haben, die meine Vision unterstützt und vertreten haben und die dahinter waren, dass das Projekt wirklich zu dem Projekt wurde, das es jetzt ist.